Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, hello, hello. What's poppin', Freunde? Ich bin sehr, sehr aufgeregt, denn wenn ihr wüsstet, wie mein Tischchen hier vor mir aussieht, ihr würdet ausflippen. Ich habe hier, ich meine, das komplette neue Rivalasmi-Sortiment, was jetzt dann in den nächsten Tagen verfügbar sein wird. Und ich bin sehr gespannt. Ihr kennt mich, Rivalasmi hat einen großen Teil meines Herzens für sich in den letzten Jahren ergattern können. Nichtsdestotrotz bin ich sehr kritisch, was einige Produkte angeht. Ich freue mich aber und ich freue mich, dass wir das Ganze heute testen können. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Es wird vermutlich ein etwas längeres und ausgiebigeres Video. Also würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben würdet. Denn ich habe hier wirklich Produkte, die... Darauf habt ihr gewartet, darauf habe ich gewartet. Das sind Produkte, die ich so in der Drogerie von keiner anderen Marke jemals gesehen habe. Und ich mich wirklich darüber freue, dass sie jetzt in der Drogerie sind. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Ich sehe ein bisschen aus wie so eine Vorstadt-Mom. I love it. Okay, womit fangen wir an? Ich glaube, wir fangen mit Pflege an. Es gibt hier zwei neue Schätzchen. Das sind die Hemp & Care Serum Kick und die Vitamin & Glow Serum Kick. Einmal mit Bio-Kokosöl und Hanfextrakt für feuchtigkeitsarme Haut, was das Spannungsgefühl der Haut mindern soll. Täglich ein paar Tropfen auf Gesicht, Hals und Dekolleté. Und hier haben wir ein Serum mit Provitamin B5 und Vitamin E. Man kann die entweder pur benutzen oder in die Creme mit reinmischen. Wir werden jetzt einfach mal auf jeder Seite schauen, wie sich das Ganze so auf der Haut verhält. Auf der rechten Seite benutze ich den Vitamin and Glow Serum Kick. Ich gucke mal, ob ich die Preisliste schon finde. Ich meine, ich habe die per E-Mail bekommen. Riecht ganz, ganz zart, fühlt sich aber erstmal auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut an. Wie gesagt, die Produkte sollten alle jetzt in der nächsten Zeit in die Filialen kommen. Ihr kennt das. Das ist natürlich bei der Menge an Filialen, die Rossmann hat. Und in jeder Rossmann-Filiale gibt es ja Rivalasmi. Ist das nicht immer gleich. Manche Filialen werden die vielleicht schon haben. Einige Produkte werden in den nächsten Tagen vielleicht nachkommen. Aber ich liebe es, euch rechtzeitig Bescheid zu sagen, um die Produkte zu testen. Die Hanfseite ist ein bisschen flüssiger von der Konsistenz. Zieht aber auch sehr gut weg und die Haut fühlt sich tatsächlich sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt an. Ich glaube, dass das ein schönes Produkt sein könnte, um für unterwegs mal was dabei zu haben. Die sind nämlich recht klein, da sind trotzdem knapp 10 Milliliter drin. Ist für unterwegs, glaube ich, eine gute Sache oder für einen Urlaub. Ich merke auch einen Unterschied. Die linke Seite fühlt sich ein bisschen mehr sticky an. Die rechte ist komplett schon weggezogen. Also erstmal gar nicht schlecht. Es gibt ein Produkt für die Augen, ein Under Eye Cooling Gel. Erstmal Packaging mega cool. Hier auf der Kappe sind sowieso kondensierte Wassertropfen dran. Und das gebe ich mir hier unter die Augen. Ein Gel, was ein bisschen kühlen soll. Bye bye müde Augen. Hallo frische Kick. Nach dem Auftragen des Gels ist der Cooling-Effekt sofort spürbar und lässt Schwellungen im Nu verschwinden. Zusätzlich wird die untere Augenpartie mit Kokoswasser und Pfirsichöl gepflegt. Ich klopfe mir das Ganze mal ein. Wir schauen mal, wie sich das Ganze mit dem Make-up verhält. Also es geht tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung Skincare. Ich denke aber mal, dass es auch gut mit Make-up funktionieren soll. Ich merke tatsächlich auch direkt diesen kühlenden Effekt. Das ist nicht so ein Menthol. Also wenn ihr kennt das, dieses Cooling-Lip-Zeugs, was dann die Lippen immer so ein bisschen aufprickelt. Hier nicht. Es fühlt sich wirklich sehr, sehr kühlend an und fühlt sich jetzt auch nicht schleimig oder so unter den Augen an. Das mag ich persönlich nicht. Jetzt, Freunde, aber Trust and Believe haben wir das Produkt. Als ich das gesehen habe, da dachte ich mir, wow, Dupe Alarm is shaking. Und zwar gibt es ein Hollywood Glow Face and Body Luminizer. Erst habe ich gedacht, das ist ein Dupe zum Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Dann habe ich gedacht, das ist einfach so ein Dupe zu dem Fenty Beauty Body Lava. Und dann habe ich es eben geswatcht und dachte mir, nee, das ist schon genau irgendwas dazwischen. Kommt in einer Glasverpackung und soll perfekt für das Gesicht und den Körper sein. Einen ultimativen Glow erzeugen. Wischfest, seidige Textur mit Jojobaöl und Vitamin E. Super, super spannend. Hier sind auch 33 Milliliter drin und das Ganze ist vegan. Wir werden das Ganze jetzt mal komplett auf unser gesamtes Gesicht geben. Erinnert ihr euch noch, vor einigen Jahren war das ja total im Trend, diese, ja, sah dann immer so ein bisschen aus wie ein Zinnmann. Wenn ihr das aber, oh wow, oh wow. Oh lala, Freunde. Ich kann euch nicht sagen, wonach es riecht,
Aber es riecht nach etwas, was ich. Das ist ein ganz krasser Geruch. Es ist so ein bisschen männlich in Anführungszeichen. Aber richtig. Ich darf es, glaube ich, nicht sagen. Aber es riecht ein bisschen sexy. Kennt ihr diese Gerüche? Es riecht sehr, sehr gut. Es ist nicht penetrant und es ist auch nicht so dieser extreme Zinnmann-Look, ne? Also ich arbeite mir das in einer dünnen Schicht auf und dann ist das, wenn man da vielleicht noch einen Tropfen Foundation mit reinmischen würdet, ein wirklich gutes Dupe zum Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Das sorgt einfach dafür, dass das Make-up overall so ein bisschen glowiger wird und von unten dann durchscheint. Man muss das Ganze nicht machen. Wenn ihr zu einer trockenen Haut neigt, kann ich euch das Ganze wirklich empfehlen, dass ihr das mal probiert. Es sieht dann einfach optisch nicht so crusty aus, wenn ihr wirklich mit einer ganz, ganz dünnen Schicht über euer Gesicht geht. Gefällt mir jetzt aber auf den ersten Eindruck sehr gut. Der Geruch ist phänomenal. Phänomenal. Liebes Riva Loves Me Team, ich weiß nicht, wonach es riecht. Schreibt es mir bitte und wenn nicht, ich möchte gerne einen Duft davon mit euch haben. Okay, mein Selbstbräuner kickt. Ich sehe aus. I love it. Es sieht immer dann so ein bisschen unruhig aus, wenn man das im Gesicht aufträgt und Selbstbräuner drauf hat. Aber jetzt kommen wir gleich zur Foundation. Da gibt es keine neue von Riva Loves Me, deswegen würde ich das Ganze einmal setten. Und dann, Freunde, habe ich eine ganz fantastische Nachricht für euch. Ich arbeite mir die Foundation einfach jetzt auch mit demselben Pinsel ein und arbeite in leichten, zarten Schichten und sorge dafür, dass das Ganze so ein bisschen, ja, ineinander eingeblendet wird. Primer sind gut weggezogen, es ist auch unterm Auge gut weggezogen und die Foundation setzt sich da jetzt auch nicht komisch ab. Ich habe jetzt mal nur eine halbe Seite mit einer wirklich Dünnschicht Foundation eingedeckt und jetzt seht ihr genau das, was ich haben wollte. Diesen zarten Glow, der von unten ganz, 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 ganz leicht durchscheint. Das ist natürlich a lot of glow, ne? Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, ein bisschen Fenty Beauty Body Lava zusammengemixt, sieht genauso aus, kostet nur 70 Euro dann. Das ist wirklich ein wunderschönes Finish. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in eure Foundation mit reinmischen, aber wenn ihr mal diesen super glowy Look haben wollt. Friends. Alright, I love it. Die Base sieht super, super ebenmäßig aus, trotzdem sie so wirklich richtig schön glowy ist. Also das ist ein Produkt, da wusste ich schon, dass das ziemlich, dass mir das sehr, sehr gut gefallen wird. Lieben wir, brauchen wir. Und hat sich wirklich gut auch mit dem Primer und diesem Cooling Under Eye Produkt verhalten. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Es gab mal ein Produkt, ich weiß nicht mehr von welcher Marke es war, das hast du dann unter die Augen gegeben und das hat alles darunter so ein bisschen unschön gemacht. Hier ist es wirklich gut weggezogen. Auch der Primer hat sich gut mit der Haut verbunden. Lieben wir. Blenden wir einmal ganz kurz den Concealer mit dem Letizia und Maxim Brush Nummer 1 aus. Erstmal so grob in die Foundation rein. Dadurch erhöhe ich natürlich die Deckkraft. Aktuell gibt es ja auch diesen Trend, ein bisschen Rouge mit in den Concealer zu mischen und ich liebe das. Es gibt wenige TikTok-Trends, die wirklich Sinn machen, aber Rouge in den Concealer reingemischt. Bester Trend 2022. Und jetzt, Freunde, habe ich die besten Nachrichten für euch überhaupt. Ihr liebt es, ich liebe es, ich bin traurig, ihr seid traurig, dass es es nicht mehr gibt. Aber jetzt kann ich es euch endlich sagen. Mein Flawless Baking Powder mit Riva Loves Me gibt es ab sofort im Standardsortiment ohne mich. Aber es ist genau dasselbe Produkt. Wir probieren das Ganze trotzdem nochmal aus. Es riecht genauso, oder? Nee, es riecht anders. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich würde sagen, dass das Neue ein bisschen eher weniger riecht als meins. Meins riecht eher so ein bisschen zitrisch. Das eher ein bisschen nach Pfirsich. Ich weiß nicht, was mit meiner Nase gerade los ist, aber ich denke mal, dass es von der Textur her ähnlich sein wird. Und das werden wir jetzt selbstverständlich einmal testen. Ich nehme mein Microfiber Multitool Mini. Das ist schon ein Iconic Powder, ne, für den Preis. Ja, es riecht ein bisschen anders, würde ich sagen. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber es riecht genauso gut und weniger als meines. I love it, I love it, I love it. Ich bin richtig, richtig happy, dass es das Puder jetzt auch so wieder gibt. Die Verpackung sieht sehr, sehr ähnlich aus, aber ja, das Puder jetzt im Standardsortiment. Super, super gut. Es gibt auch noch ein anderes Puder. Das ist dieses mit den vier verschiedenen Farben. Wir haben grün, wir haben rosa, wir haben gelb und wir haben transparent, würde ich jetzt mal sagen. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass das Licht
gleichmäßiger zurückgestreut wird und die Haut ebenmäßiger aussieht, werde ich jetzt nicht benutzen. Ich habe ja jetzt genug Puder im Gesicht und verteile den Rest, den ich darauf habe, im gesamten Gesicht. Aber auch das war mal in einer Limited Edition, genauso wie meins. Ready for the Frill, meins und jetzt im Standardsortiment. Also ihr seid wirklich mit Pudern aus der Drogerie jetzt versorgt. Bin ich super, super happy mit. Ich nehme das Ganze jetzt einfach mal passend dazu mit meinem Brush ab und presse mir den Rest so ein bisschen ins gesamte Gesicht und gehe dann einfach hier erstmal so ein bisschen über die peripheren Winkel meines Gesichtes. Und oh, she's smooth. Es sieht genauso wunderschön unter den Augen aus wie meins. We love that. Einen neuen Bronzer gibt es, soweit ich weiß, nicht. Ich denke mal, dass der in dieser Papierverpackung der Tropic Bronzer da bleiben wird. Deswegen nehme ich den jetzt auch einfach mal hier schnell in meinem Gesicht. Bronze mir alles so ein bisschen und ich liebe die Base. Wir haben zwei neue Produkte für Highlight und Blush und die erinnern mich auch an etwas. Und ich freue mich, dass das ist halt etwas, was ich bei Rival Loves Me sehr, sehr gut finde. Sie bringen etwas in eine Limited Edition und schauen, kommt das gut an? Mögt ihr das Produkt? Und wenn sie merkt, dass ihr innerhalb von Tagen die LEs leer kauft, dann bringen sie das auch in Standardsortiment. Das ist recht selten bei Drogeriemarken, dass sie das so machen, weil sie dann denken, okay, es kommt eh wieder eine neue Limited Edition raus. Wir haben hier einmal die 2-in-1 Baked Rouge Highlighter. Einmal in der Farbe 01 Rose, ein bisschen dunkler, wunderschöner Ton. Erinnert mich sehr stark an Hourglass, auch von der Textur her. Baked Texturen sind immer super, super hochwertig zu machen und auch sehr, sehr teuer. Wir haben aber auch noch eine Farbe, die etwas heller ist. Und das finde ich schön, dass es die jetzt auch heller gibt, falls sie euch damals zu dunkel war. Das ist die 02 Peach. Und die benutzen wir tatsächlich auch. Ich gehe erst hier in den Peach-Ton mit rein und toppe mir das hier einfach rüber. Ist sehr, sehr zart, die Farbe. Aber falls ihr heller seid als ich, sollte das wirklich eine gute Grundlage für euch sein. Ihr seht sofort diesen leichten Touch an Farbe und das ist nicht so krass leuchtend Highlighter-mäßig, sondern kommt auch hier wieder so ein bisschen von unten. Ich gehe jetzt aber doch nochmal in den etwas dunkleren, weil ich ja doch etwas dunkler bin gerade und stempel mir das vorsichtig hier rauf und da seht ihr sofort die Farbe und diesen zarten Glow. Ne? Also das ist nicht metallic, sondern das ist dieser erwachsene Glow. Damit gehe ich auch direkt hier auf meine Stirn und mit dem Highlighter könnt ihr das Ganze dann auch noch so ein bisschen erhöhen. Ich mag ja diesen All-Over-Face-Glow total gerne. Ich finde, es sieht einfach immer sehr, sehr hochwertig und edel aus. Sehr, sehr gut. Ich freue mich, dass die Produkte jetzt im Standardsortiment sind. Und das ist eine Farbe, die gefällt mir richtig, richtig gut. Vor allem, wenn man sie so ganz zart aufs Auge geben würde. Bis da. Selbstlob stinkt. Eigenlob stinkt. Aber ich bin so happy, dass ich meinen Content so auf Drogeriemarken gelegt habe, weil ich einfach sehe, diese Veränderung auch über die letzten 4-5 Jahre mittlerweile ja schon sehe, wie toll die Produkte einfach werden. Und das ist das Schöne bei Rival Loves Me, mit denen arbeite ich auch schon wirklich lange zusammen und habe ja auch gefühlt jedes einzelne Produkt, was sie in den letzten 5 Jahren rausgebracht haben, schon getestet haben. Und ich sehe, dass die Mädels dort, die dort arbeiten, das sind nicht viele, das dürft ihr nicht vergessen. Ne? Das ist nicht, wie man manchmal denkt, vielleicht da sitzen 500 Leute hinter der Marke. Nee, das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe mit ganz lieben Mädels und die diese Produkte für euch entwickeln. Und sie hören euch zu, sie lesen die Kommentare und passen die Produkte auf eure Wünsche an. Und das ist sehr, 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 sehr selten. Ich liebe die Base. Ich liebe diesen zarten Glow, der von unten kommt. Es gibt noch einen anderen Highlighter. Den weiß ich jetzt nicht, ob ich den benutzen möchte. Das ist der Diamond Reflection Highlighter. Der sieht einmal so aus. Ich swatche ihn euch einmal ganz kurz. Der ist sehr, sehr, sehr intens. Den werde ich jetzt heute nicht benutzen. Ist auch so ein bisschen dunkler, also falls ihr eine dunklere Haut habt, könnte das vielleicht ein guter Highlighter für euch sein. Bei mir würde er jetzt wahrscheinlich nicht so gut zu passen. Ich habe jetzt, glaube ich, genug Glow im Gesicht. Ich mache mir mal ein bisschen Platz, Freunde. Wir haben nämlich noch einiges hier. Was für die Lippen, für die Augen. Ich zeige euch jetzt erstmal was anderes Tolles. Und zwar, ihr erinnert euch an meine Liquid Eyeshadows. Es gibt jetzt neue im Sortiment, im Standardsortiment. Das sind diese vier hier. Wir haben ein, ja, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Duochrome. Ich swatche euch auch alle gleich mal und blende sie euch ein. Einen durchsichtigen mit hellem Glitzer. Einen etwas, ja, der erinnert mich ähnlich an meinen, der wird aber ein bisschen dunkler sein und einen blauen. Und den werden wir heute tatsächlich auch benutzen.
Ich kenne die Farm tatsächlich schon. Ich habe sie damals auch schon gesehen, um die Samples für meine rauszusuchen und habe mich dann für die, die ihr jetzt gesehen habt, bei mir damals entschieden. Und Rivalazmi hat diese für euch jetzt nochmal ein Standardsortiment gebracht. Ich swatche jetzt einfach mal schnell durch. Wir haben die Pop the Champagne. Das ist ein sehr, sehr heller Ton. Die Farbe Stunning Copper, so ein bisschen in die Kupferrichtung. Auch hier die Texturen wieder mega gut, ne? Die Liquid Eyeshadow-Konsistenzen, die kennt ihr schon. Das sind keine Lidschatten, um sie auszublenden. Das sage ich wie damals auch. Das sind wirklich für die Crease punktuell Inner Corner Highlight. Blendet die nicht aus. Dafür sind die wirklich nicht gemacht. Auch meine nicht. Das war damals so ein bisschen doof, als dann die Kollektion geleakt wurde und dann gesagt wurde, hey, die kann man gar nicht ausblenden. Guess what? Die sollen gar nicht ausgeblendet werden. Wir haben hier die Farbe Earthquake, die finde ich persönlich super, super spannend. Meine ganz andere Farbe geht so ein bisschen in die Braunrichtung. Für so ein Smoky Eye vielleicht gar nicht so schlecht. Und wir haben die Farbe Into the Universe. Das wird so ein Duochrome sein. Blau und Grün und Lila. Wow. Wunder, wunderschöne Farben. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab. Ich glaube, es sind die vier. Aber wie cool ist das, dass es die jetzt im Standardsortiment in anderen Farben gibt? Wir haben aber noch was anderes. Und zwar zwei Lidschattenpaletten, die ins Standardsortiment kommen. Einmal die Eyeshadow Collection Paradise mit so einem wunderschönen Blauton, Braun, Grün und Orangetönen. Und eine recht schlichte. Das ist die Boho-Palette, die einmal so aussieht. Recht schlicht. Wir werden heute in die blaue Richtung gehen. Offensichtlich sehe ich so ein bisschen, ja, bläulich aus. Vielleicht, nee, wir mischen beide. Ich glaube, wir mischen beide. Wir haben nämlich noch so coole andere Produkte, die ich glaube, ich jetzt hier gar nicht in das Video mit reinkriege. Es gibt jetzt Dip Eyeliner in Neon. Wie cool ist bitte das? Ein cremiger Eyeliner, der dann antrocknet in Neon Pink und in so einem wunderschön trendigen Fliederton. Damit punktuellen Highlights setzen, die Cut Crease verstärken. Mega. Und ich wiederhole mich, wie cool ist das, dass eine Drogeriemarke diese trendigen Produkte jetzt auch zu einem affordable Preis macht, ne? Also die Preise, ich glaube, das teuerste Produkt wird vielleicht die Lidschattenpalette sein. Das glaube ich nicht mal. Aber die Preise von Rival de Loup kennt ihr. Da ist nichts über 10 Euro. Wir haben auch viele Nagellacke hier, die werdet ihr bei Instagram dann in einer Instagram Story dann mal gesehen haben. Vielleicht habe ich es euch schon gezeigt. Wir schminken jetzt aber einen Look. Und ich starte mit der Boohoo-Palette und gehe in diesen, ja, kühlen Crease-Ton und gebe mir den jetzt einfach erstmal so als Schattierung hier rein. Wie gesagt, der Look soll heute in die blaue Richtung gehen. Einfach um, ja, so ein bisschen den Frühling mit reinzukriegen. Schön pigmentiert, perfekt, um, ja, so ein bisschen die Crease zu betonen. Ich liebe solche Farben, ja. Pigmentierung der Farbe ist ausreichend, um eine Transition Shade zu haben, um erstmal so ein bisschen Schattierung ins Auge zu bringen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mal weiterhin aufbauen, wenn ihr auch eine ungesättete Base benutzt. Amazing. Wunderschöne Farbe. Und dann gehe ich in die Paradise-Palette in den dunkleren Ton und dunkel mir das Ganze hier außen einfach nochmal ab. Es wird jetzt von den Matzen recht softer Ton. Ich möchte heute eher so den Fokus auf diese poppigen, trendigen Farben legen. Die sind ein bisschen weicher pigmentiert, nicht ganz so krass, aber perfekt, um wirklich so eine Schattierung mit reinzugeben. Und jetzt probieren wir erstmal diesen blauen Ton so. Dafür nehme ich mir den Letizia und Maxim Nummer 4 Brush und gehe hier rein und setze das erstmal grob hin, dass ich so eine Unterlage habe für den Liquid Eyeshadow gleich. Das müsst ihr nicht machen. Ich empfehle das aber bei Farben, die wirklich so einen schönen Reflex haben, weil irgendwann kommt die Farbe trotzdem durch und hat dann nochmal so einen ganz, ganz anderen Touch an Farbe. Außen gehe ich in diesen braunen Ton mit rein und blende das Ganze hier in den matten Ton und so habt ihr dann auch wirklich einen recht zarten Übergang. Ich habe euch einmal ein kleines Stückchen mehr geholt, sodass ihr das Ganze sehen könnt. Und kann es dann hier außen nochmal so ein bisschen verdunkeln. Sehr, sehr schön. Das Blau an sich ist auch schon toll. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur als Grundierung hingegeben, denn der Liquid Eyeshadow muss getestet werden in der Farbe Into the Universe. Ich streife dann immer erstmal so ein bisschen ab, um nicht zu viel dran zu haben und dann könnt ihr die sehr, sehr gut aufbauen. Ich mache das Auge zu und gebe mir das jetzt hier einfach mal, ja, wie so eine Cut Crease hin und ihr seht, jetzt scheint auch der Ton unten so ein bisschen durch und dann kann ich, lass die Augen wirklich zu, das Ganze hier aufbauen und antrocknen lassen.
Die erste Schicht ist drauf. Ich gehe tatsächlich auch gleich nochmal mit einer zweiten rüber. Das ist bei so poppigen Farben, finde ich das immer ganz gut. Und dann habt ihr auch wirklich wesentlich mehr Deckkraft. Und wisst ihr, was wir noch machen können? Wir können jetzt mit dem Hellton vorne gleich so ein Inner Corner Highlight setzen. Ihr könnt das natürlich da auch mit reinmischen. Wir lassen es erstmal so. Während das Ganze oben antrocknet, gehe ich jetzt einfach nochmal in die Boohoo-Palette und blende mich hier unten noch ein bisschen hin. Ich habe mir meine Augenbrauen jetzt nochmal ein Stückchen dunkler gemacht. Ich finde, bei so einem starken Look sieht das Ganze immer sonst zu hell aus, wenn ich sie mir zu stark blondiert habe. Jetzt probieren wir diesen Eyeliner aus. Es gibt ihn in einem Metallic Silver. Das ist Metallic Silberton. Dann haben wir einen matten weißen Eyeliner. Finde ich auch super, super spannend. Damit kann man sich schöne Akzente setzen. Und wir haben einen in Blau. Und Trust and Believe, den werden wir auf mein Auge geben. Das ist so ein richtig schönes Königsblau. Wow. Okay, gib mir 2 Sekunden. Ich gebe mein Bestes. Super deckend. Den auf einem, einfach auf einem Nude Smoky Eye. Mega. Wisst ihr was? Ich benutze den jetzt mal komplett auf dem beweglichen Lid hier außen. Das ist so eine wunderschöne Farbe. Okay. Das war's mit Alltagstauglichkeit. Aber das könnte hier auch gerade ein Balenciaga Editorial Make-up sein. I love it. Dieses blaue Eyeliner-Ding und da drunter dieser leichte, subtile Glitzer. Wir könnten jetzt wahrscheinlich den Liquid Eyeshadow nochmal rübergeben. Das reicht. Ich will nicht zu viel machen. Wir haben noch was für die Lippen. Und zwar kennt ihr ja die Stay Forever. Und ich glaube, den gibt es jetzt hier in der neuen Farbe. Fresh Apricot. Vielleicht ist es ein alter, ich glaube, es ist ein neuer. Und wir machen wieder die klassische Maxim Giacomo Lippenkombination. Ein bisschen Foundation hier rüber, während der Lidschatten antrocknet. Dann nehme ich mir ein Augenbrauenpuder. Sehr, sehr schön. Und jetzt benutzen wir die. Die halten ewig lang. Antrocknen lassen und dann könnt ihr auf der Rückseite diesen Gloss benutzen. Werde ich jetzt nicht tun. Das sind ähnlich wie diese Shine-Loud-Dinger, nur wesentlich günstiger. Ich liebe das auf den Augen. Ich lieb's. Lashes sind einmal aufgeklebt. Ich gehe jetzt noch mit dem Shine Bomb Lipgloss in der Farbe Toffee Lover rüber. Einfach um zu schauen, wie das aussieht. Oh, es ist so ein gräuliches Nude. And that's on Drogerie-Make-up 2022, Friends. Period. Base, iconic. Liquid Eyeshadow, bombastisch. Lippenkombination, I'm looking like Kim Kardashian 2021 Balenciaga-Campaign. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Ich bin super gespannt auf euer Feedback. Herzlichen Glückwunsch, Riva Lavsmi, zu diesem wirklich fantastischen Update mit Produkten, die ihr lieben werdet. Ich liebe sie. Schaut euch meine Lippen an, schaut euch meine Haut an. Charlotte Tilbury, who? Freunde, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich werde definitiv nochmal einen Look bei Instagram schminken, wo ihr nochmal eine andere Möglichkeit findet. Das ist natürlich jetzt das Maxim Giacomo macht ein YouTube-Video-Video-Look und nicht der ich gehe so vor die Tür-Look. Wobei, eigentlich könnte man das Ganze auch mal machen. Ich lieb's. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen, vielen Dank an Riva Lavsmi, dass ihr mir die Produkte zur Verfügung gestellt habt. Freunde, wir sehen uns am Mittwoch hier wieder. Passt auf euch auf.